Ein Brand hat in der Nacht zum Mittwoch in Kottmarsdorf Polizei und Feuerwehr in Atem gehalten. Auf einem Grundstück an der Dorfstraße war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Es brannte ein Carport, eine angrenzende Tischlerei, das Umgebindehaus der Familie und eine angebaute Garage. Also die Gemeinde Kottmar wurde zwischen 2 und 3 Uhr zu einem Brandeinsatz gerufen. Als wir hier ankamen, stand dieses Gebäude, was hinter uns ist, ja im relativen Vollbrand. Und die ersten Löscharbeiten waren binnen kurzer Zeit in Arbeit. Die Wehren der Gemeinden Kottmar mit den Ortswehren Ober- und Niederkunnersdorf, Eibau, Neu-Eibau und Walddorf waren mit insgesamt 14 Löschfahrzeugen und 80 Kameraden im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Die Flammen griffen jedoch schnell auf die angrenzenden Gebäude über. Alle 8 Bewohner des Umgebindehauses konnten aber rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Am Morgen wird dann das ganze Ausmaß der Tragödie sichtbar. Ein Nachbar erinnert sich. Ja, ich habe das wahrgenommen, weil mein elektronischer Feuermelder hat angesprochen. Und da bin ich aufgewacht mit der Frau. Und in dem Moment war aber dann schon jemand von der Polizei oder der Feuerwehr an der Tür, auch die geklingelt haben. Also wir haben das praktisch nicht weiter wahrgenommen, bis der Feuerwehr ging. Die Löscharbeiten dauerten bis weit in den Vormittag. Der im Carport stehende VW Caddy wurde ein Raub der Flammen. Und auch sonst bietet sich ein Bild der Zerstörung. Die Nacharbeiten an dem Brandort werden sicherlich noch bis in den morgigen Tag weiter andauern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird, sobald der Brandort ausreichend ausgekühlt ist, seine Untersuchungen zur Ursache des Feuers aufnehmen. Die Betroffenheit im Ort, im kleinen, beschaulichen Kottmarsdorf, ist groß. Und das tat uns sehr leid jetzt also. Das ist wirklich bedauerlich. Die Familie war sehr fleißig und hat gearbeitet und jetzt so ein Problem. Mittlerweile wird nicht nur in den sozialen Netzwerken zu Sachspenden für die Betroffenen aufgerufen. Über die Höhe des Gesamtschadens kann zur Stunde noch keine Angabe gemacht werden.